Liebe Candice, vielen Dank für die Einladung, meine Gedanken teilen zu dürfen zum Thema Bio-Deutsch. Zwei Dinge empfinde ich aus meiner konkreten Lebenssituation heraus als wichtig und hoffentlich teilenswert. Erstens, ich bin Russlanddeutscher und bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen. Das war kurz vor dem historischen Rechtsruck in Deutschland, als die Mehrheit der Deutschen im Rahmen des Asylkompromisses ein wichtiges Stück der Erinnerungskultur die Toilette runtergespült hatte und damit den Boden bereitete für die AfD. Als Russlanddeutsche, die mit der Nazi-Geschichte absolut nichts zu tun hatten, waren wir in der ehemaligen UdSSR trotzdem die Faschisten, die systematisch diskriminiert wurden. Und in Deutschland, dem Land, dem man sich zumindest qua Konstrukt der genetischen Abstammung zugehörig fühlte, war man wider Erwarten und zur größten Enttäuschung ein Russe. Insofern war es für mich ein höchst identitätsstiftendes Element, mich als genetischer Deutscher zu fühlen, um mein Geburtsland möglichst unsichtbar zu machen. Warum so viele Russlanddeutsche also AfD wählen, ist mit dem zentralen Identitätskonflikt gut greifbar, wenn auch nicht minder regressiv und verwerflich. Der zweite für mich prägende Aspekt ist das soziologische Konzept der motivierten Unsichtbarkeit im Sinne von unbewusster Negation von Privilegien. Durch die öffentliche Thematisierung des Bio-Deutschseins kommt nämlich die Tatsache in die kollektive Kommunikation, dass die selbstverständliche Zugehörigkeit zur dominanten weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft mit Privilegien einhergeht, die man bequemerweise lieber nicht thematisiert im Land der Leitkulturdebatte. In meinen Augen ist motivierte Unsichtbarkeit sogar eines der größten Übel auf diesem Planeten. Und genau deswegen tickert mich der Begriff Bio-Deutsch auch so sehr in diese Richtung, stellvertretend für bio-privilegiert. Als Interim-Manager, Organisationsberater und Coach bin ich regelmäßig umgeben von hochprivilegierten Menschen in der Wirtschaftswelt und muss mir viel zu oft cringen, wie unsensibel ein wesentlicher Teil dieser Gesellschaft gegenüber Ungerechtigkeiten ist. Es erschreckt mich immer und immer wieder, mit welcher Selbstverständlichkeit die eigenen Startvorteile selbst in der intensivsten Debatte negiert werden und mit welcher Empathielosigkeit benachteiligten Gesellschaft die Bürde der Selbstverschuldung auferlegt wird. Ein paar hunderttausend Euro Erbschaft oder eine mickrige Million, das ist doch nichts. Ein weißer Vater, der Geschäftsführer ist und dem Sohn seinen für den sozialen Aufstieg fundamental wichtigen Habitus unbemerkt beigebracht hatte, das ist doch nicht der Rede wert. Die eng miteinander verflochtenen Konzepte der Empathielücke, des fundamentalen Attributionsfehlers sowie der neoliberalen Narzissmuspandemie erscheinen mir da erdrückend präsent. Ich möchte da jede und jeden, zumindest finanziell Privilegierten, dringend darum bitten, sich so lange mit diesem Phänomen zu beschäftigen, bis sie oder er beispielsweise anfängt, die eigenen Spendenaktivitäten schmerzhaft, nämlich in Relation zum eigenen Vermögen und Einkommen zu messen und sich dann zu überlegen, wie lange es wohl dauern würde, bis eine globale Verteilungsgerechtigkeit herrscht. Erst dann wird nämlich das Konzept der motivierten Unsichtbarkeit erlebbar und klar, warum die intensive Auseinandersetzung mit dem Bio-Deutschsein so wichtig ist für die Demokratie in Deutschland. Denn eine der mächtigsten Minderheiten im Kreise der ohnehin privilegierten weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft ist laut Elitenforscher Hartmann die äußerst homogene weiße Gruppe der männlichen deutschen Wirtschaftselite. Sein neuestes Buch heißt auch sehr treffend Die Abgehobenen.